Ah, das Ding, was so Elon Musk benutzt, um davon irgendwie abzunehmen, ne? Ja, genau, weil die Nachfrage halt so angestiegen ist, weil das so ein bisschen Trend geworden ist, das zum Abnehmen zu benutzen. Gefährliche Gesundheitstrends auf Social Media. Auf dem Thumbnail hat eine Milka-Schokolade in der Hand, raucht dabei und Leute tun sich irgendwie Sachen in den Mund. Okay, let's go. Jeder kann so toll ausschauen wie ich. Das stimmt, nicht jeder kann so gut aussehen wie Kaiser. Das ist absolut richtig, zu 100%. Das ist ein Problem. Ihr kennt sicher alle den ein oder anderen Lifehack, um vielleicht Gewicht zu verlieren, wie zum Beispiel kau statt im Essen Kaugummis oder lass dich folieren. Nicht? Ja, damit kann man sehr viel Gewicht verlieren, indem man einfach sich von Julienko mit Frischhaltefolie einrappen lässt. Super, super Effekt. Verliert man super viel Körperfett, es ist der Wahnsinn. Nicht selten kommt es dann vor, dass auch ich mal was von irgendwelchen neuen Trends, Challenges etc. höre, wie zum Beispiel Bittersalz trinken. Ungefähr 2 Esslöffel auf 500 Milliliter. Sehr gespannt, das erste Mal. Abführen intensiv. Oben drüber steht abführen intensiv. Ist nicht abführen generell was Intensives? Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das noch steigern muss. Wisst ihr, was ich meine? Also muss man abführen wirklich noch extremer machen? Abführen extrem? Also, meins ist das nicht. Okay, ich bin jetzt natürlich kein Experte, was irgendwas betrifft. Aber es war's nicht. Ich meine, im Chat schreibt, stirbt man nicht davon. Ich glaube auch, man darf nicht so viel Salz in sich reinballern, ne? Ich glaube, das ist nicht gut. Abführend schon entspannt, ja, voll. Ich mache das auch immer. Immer wenn ich mal entspannen möchte an einem Abend, wenn ich mal so einen freien Abend habe, wo ich sage, hey, jetzt mache ich mal so ein bisschen Self-Care. So andere Leute, die, weiß ich nicht, machen sich Kerzen an und lassen sich ein Bad ein und machen sich irgendwie, weiß ich nicht, einen schönen Podcast an. Ich mache Abführen, weil das ist so entspannend. Wenn man das so durchzieht, ist der Wahnsinn. Einfach mal abführen, entspannt. Er hat es jetzt intensiv gemacht, ich mache abführen, entspannt. Ich habe Bauernschleier, okay? Ich kenne mich aus. Ja, wenn ich sehe, irgendwo sagt dir jemand, ja, statt vielleicht Süßigkeiten zu essen oder sowas, rauche eine Zigarette, dann spüre ich im Blut, da ist irgendwas falsch. Fun Fact, das war damals eine Werbestrategie von mehreren Firmen tatsächlich, unter anderem auch Lucky Strike, die damit geworben haben, oder besser gesagt, damit Angst gemacht. Reach for a Lucky instead. Face the facts. When tempered to overindulge, reach for a Lucky instead. Also du sollst halt rauchen, dann wirst du fresher, dünner, fitter. Ja. Das haben wir rausgefunden. Und unten steht bei Sternchen, wir sagen nicht, Luckys reduziert Fleisch, Flash. Was? Gemacht haben, dass die Menschen fett werden, wenn sie nicht rauchen. Sarkasmus schreibt sich bekanntlicherweise oftmals von selbst. Ne? Was für ein Hoodie hast du an? Ich habe den von Spark, It's Mine and Burn in Elder. Wir haben danach die Schoko-Zigaretten und auch Zigaretten mit Schokogeschmack rausgebracht, aber davon mal abgesehen, heutzutage ist man einfach schlauer, okay? Heutzutage hat man Wissen, was man früher nicht gehabt hat. Wir sind ja keine 1900-Nuller. 1990, also 1900-Nuller, also was bist du für 19er? Ja, was bist du für 19er? Vor ein paar Monaten. Ey, es ist so ein funny Clip. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Clip kennt. Das ist wo der Drachenlord, ich glaube, es geht darum, dass er irgendwie lackierte Fingernägel hat oder so und dann steht im Chat irgendwie, ja, voll unmännlich, lackierte Fingernägel zu haben. Und darauf antwortet er dann sehr schlagfertig, was bist du denn für ein 1900-Nuller Mensch? 1990, also 1900-Nuller, also was bist du für 19er? Ja, aber für 19 Jahre. Vor ein paar Monaten bin ich also auf ein Video von Brust rausgekommen mit dem Titel Essen auf Social Media, eine schwierige Beziehung. Da geht es um den legendären Girl-Dinner-Trend. Triggerwarnung, es geht unter anderem um Essstörungen. Angefangen hat der Trend letztes Jahr, als Olivia Maher auf TikTok dieses TikTok gepostet hat.
Ich bin so ein guter YouTuber, oder? I cannot find the TikTok right now, but a girl just came on here and said how like in medieval times peasants had to eat nothing but bread and cheese. Im Mittelalter, also irgendjemand hat gesagt, im Mittelalter mussten Leute nur Brot und Käse essen. And how awful that was. Und dass das ganz schrecklich war. She was like, that's my ideal meal. Und sie hat gesagt, das ist mein perfektes Essen. This is my dinner. Das ist mein Abendessen. Ich nenne es Girl Dinner. Call this Girl Dinner. Hä? Hä? Call this. Also sie isst Brot mit Butter und Käse, also hat gut Carbs und gut Fette dabei. Dann noch ein bisschen Trauben dazu, ein Wein. This Girl Dinner. So ein bisschen hier Pickles noch. Hier ist so ein leckeres Abendbrot. Hä? Wo, hä? Ich reihe das TikTok gerade nicht. Hä? Das ist doch einfach so, yo, ich esse mir halt eine Schnitte zum Abendessen. Der Trend zu Basic Allmann essen, ja. Also ich reihe das Problem nicht. Man isst halt ja. Abends Kohlenhydrate? Ja, ich sag jetzt nicht, was man wann essen soll, ist mir doch egal. Ich sag nur, dass ich verstehe jetzt den Point nicht, was daran jetzt krass war. Zusammengefasst ist einfach nur, yo, du postest, was du am Abend zu essen gehabt hast und nennst es dann Girl Dinner. Ganz wichtig, der offizielle Merch Store. Und die Idee dahinter ist cool, okay? Finde ich nice. So, tu nicht immer so, als würdest du da jeden Tag so Avocado-Salat oder sowas essen. Allmann Starter Set. Ja, ich glaube auch, das war gerade das Allmann Starter Set. Also, wenn du die Trauben noch wegnimmst und den Wein auch, stattdessen irgendwie ein Bier hin, dann ist das Allmann Starter Set. Ich fress auch die Nudeln aus dem Kühlschrank, weil ich es vor allem, um irgendwas zu kochen. Es ist manchmal. Ich finde auch so, im Mittelalter haben Leute Brot und Käse gegessen und das war ja so schrecklich. Ich glaube, wenn alle Leute im Mittelalter einfach jeden Abend Brot und Käse hätten essen können, dann wären die relativ happy gewesen. Also ich glaube, die meisten Leute wären damit relativ happy gewesen, oder? Manchmal auch einfach so. Also, von wird man halt schon satt, ne? Manchmal sind es solche Tage. Allerdings ist der Trend so ein bisschen abgedriftet, nachdem viele Girls gepostet haben, dass sie oftmals einfach wenig bzw. straight up gar nichts essen. Weltberühmt ist ja zum Beispiel das klassische Berufsschul-Starter-Pack, okay? Ein Red Bull und Chick oder auch einfach ein Glas mit Eiswürfeln. Ich weiß nicht, ob das mehr so symbolisch gemeint ist oder... Nee, ich glaube, das ist so essstörungsmäßig gemeint. Ich weiß nicht, machen das Leute? Allzu... Lustig ist das dann aber auch nicht mehr, weil viele Leute mit zum Beispiel einer Essstörung können dann davon affected sein, weil sie extra auf Essen verzichten, weil sie sich denken, naja, alle anderen machen es ja auch. Das ist natürlich nur die Ausnahme, aber kann halt trotzdem passieren. Was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Menschen immer unterschiedlich viel Kalorienbedarf haben. Der eine ist 2 Meter groß, ja, und hat einen Knochenjob am Bau, der andere... Ich zum Beispiel, ich arbeite am Bau. Ich brauche mal sehr viel Energie, weil ich sehr viel körperlich mache am Tag. Der sitzt zu Hause, wiegt 30 Kilo und spielt den ganzen Tag Landwirtschaftssimulator. Fakt ist... Ja, das auch. Freunde, ja, wenn man seine Ziele erreichen will, dann sollte man sich nicht mit anderen vergleichen, sondern am besten mit sich selber. Was allerdings nicht sehr fair ist, ist, dass nicht alle Menschen auf der Welt das Privileg haben, auf die Medikamente zuzugreifen zu können, die sie benötigen. Es geht um Ozempic. Okay, ja, ist eh klar. Ganz kurz zusammengefasst, Ozempic ist ein Medikament, das bei Typ 2 Diabetes verschrieben wird. Ah, das Ding, was so Elon Musk benutzt, um davon irgendwie abzunehmen, ne? Und einer von den Nebeneffekten ist eben auch Gewichtsverlust. Genauer gesagt wird nicht nur dein Hungergefühl unterdrückt, sondern auch deine Verdauung arbeitet langsamer, was zum einen die Folge hat, dass du weniger Bock auf die Laser-Luca-Plastik-Pizza hast und zum anderen kannst du auch einfach weniger Essen in kurzer Zeit zu dir nehmen. Bekannte Promis, die Ozempic Off-Label, also quasi nur für diesen Gewichtsverlustprozess verwendet haben, hört man immer, yo, hier, maybe die Kim Kardashian, maybe da, keine Ahnung was, Barack Obama oder sowas. In Wirklichkeit weiß man es nicht zu 100%, auch nicht jeder ist sich damit wirklich im Reinen das zuzugeben. Unter anderem eine Person, von der man es weiß, ist Rosie O'Donnell. Only Rosie O'Donnell. For the record, it was well beyond Rosie O'Donnell. Yes, I'm sure it was. Wie gesagt, okay, wir sind in Hollywood. Ich bin mir sicher, die eine oder andere Person ist zumindest unabsichtlich schon mal auf so einen Spritzer draufgestiegen. Aber einer, der mit seiner Ozempic-Usage sehr offen umgeht, und das wisst ihr wahrscheinlich auch, ist Elon Musk auf Twitter bzw. auf X. Als er gefragt wurde, was so den größten Effekt auf seinen Gewichtsverlust hatte, schrieb er Fasten plus Ozempic / Wegovy und kein leckeres Essen in meiner Nähe. Was ist Wegovy, denkt man sich vielleicht? Naja, Wegovy ist der Versuch, eine neue Form von
von Ozempic herzustellen, die exklusiv nur für den Gewichtsverlust da ist. Also ohne den ganzen Diabetes-Scheiß, den eh kein Mensch braucht. Nachdem Wegovy jetzt auf den Markt gekommen ist, gab es so einen fetten Andrang an Leuten, die zu ihrem Arzt gerannt sind und einfach gesagt haben, bitte, ich brauche das, schauen Sie mich an, ich bin ablade, so, ich muss unbedingt Wegovy nehmen und den Diabetes-Patienten die Medizin wegnehmen. Das ist nämlich das, was passiert ist. Ne? Diabetes-Patienten, die das dann wirklich gebraucht hätten, die sind dann leer ausgegangen. Aber auf die, ja, ich will schlank sein, Alter, wie Angela Anaconda. Ich glaube, das, was danach passiert ist, haben viele Menschen gar nicht erst mitbekommen, weil aufgrund von dieser Shortage, aufgrund von dem Fakt, dass wir kein Ozempic, kein Wegovy mehr auf dem Markt haben, haben sie einfach gefälschte Spritzen verbreitet. Gefälschte Spritzen. Jemand schreibt, und das wollte ich nämlich auch gerade sagen, mein Vater hat mit Diabetes zu tun und braucht den Stoff und bekommt den nirgendwo mehr. Ja, genau, weil die Nachfrage halt so angestiegen ist, weil das so ein bisschen Trend geworden ist, das zum Abnehmen zu benutzen, dass halt die Leute, die es eigentlich aufgrund von einer Krankheit brauchen, diese Sache teilweise nicht mehr bekommen. So. Und das ist natürlich nicht so gut. Verkauft. Das ist auch nicht ganz knorke. Während wir hier recherchieren, wird gefälschtes Ozempic zum ersten Mal bei einem deutschen Arzneimittelhändler gefunden. Also nicht auf Telegram oder so, sondern im offiziellen Handel. Besuch in einer großen Hamburger Apotheke. Die Besitzerin ist alarmiert. Man sieht auch schon direkt nach der BfArM-Meldung der Merkzettel für jeden aufgrund der Fälschung, dass wir noch mal reinschauen in die Packung, ob sich auch wirklich korrekte Ware drin befindet. Auf den ersten Blick sahen die Packungen wohl relativ normal aus. Allerdings bei Öffnen hat dann allerdings nichts mit dem eigentlichen Pen zu tun. Jetzt als Apotheker sieht man natürlich, das sieht mir eher nach einem Insulin aus. Irgendwas scheint hier schief zu laufen. Okay, kann ich nicht einfach irgendwas nehmen, ohne dass ich sterbe. Naja, als nächsten Schritt habe ich mir gedacht, ey, ich schaue mir einfach mal die Fitnessbranche an, ja, die ganzen Fitner-Menschen und sowas, da gibt es auch ein paar weirde Tricks. Sagt euch die Towel-Apps-Challenge was? Bruder, noch nie was gehört davon in meinem Leben. Es ist so ein bisschen wie damals im Teleshopping hat das geheißen, oder? Wo du so die Bauchgürtel dir anlegst und dann vibriert das Ding so oder strahlt Wärme oder keine Ahnung, Radioaktivität und dann kriegst du davon ein Sixpack angeblich, während du auf der Couch sitzt und Chips frisst. Wird sicher funktionieren. Do you want a flat stomach and toned abs and just 10 days. Ja, will ich. Ich will Abs und flachen Bauch in 10 Tagen. Easy. Grab a foam roller or a rolled up towel. Ich nehme ein Handtuch. Place it und platziere under your navel. Lay back unter and then deinem Rücken so, okay? Lehn dich zurück, streck deine Beine komplett aus. Making sure that your feet are facing inward. Okay, Füße nach innen, okay? Extend your arms behind you, palms facing down, pinkies ja. Hände nach hinten, okay? Hold this position for 5 minutes, 10 days in a row, and you should start to see results. Wenn das klappt, dann heul ich. Ich kann sogar 10 Stunden lang liegen. Also ich call a cab, das funktioniert nicht. Hä? Als ob man nach 10 Tagen, wenn man das 10 Tage 5 Minuten so liegt, als hätte man dann irgendwie ein Sixpack. Hä? Hä? Ja, klingt ein bisschen schöner, als es wahrscheinlich eigentlich ist. So, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, wo ich gerade einen Scheiß habe ich gemacht. Ich hab Videos im Internet gesehen. Wahrscheinlich ist so der Einzige. Ey, vor allen Dingen, das ist so eine Sache. Abs, also damit man ein Sixpack sieht, damit man überhaupt Bauchmuskeln sieht, brauchst du einen sehr, sehr geringen Körperfettanteil. Also, du kannst Bauchmuskeln haben, aber wenn dein Körperfettanteil nicht sehr gering ist, dann sieht man die halt nicht. Was völlig fein ist. Also man muss man muss nicht Abs sehen. Das ist eine Sache, die nicht eine Sache ist, die jeder haben braucht. Aber also zu denken, ja, ich mache ein paar Sit-Ups und dann kann man geiles Sixpack sehen oder ich mache irgendwie so eine Übung, dann kann man ein geiles Sixpack sehen, das funktioniert natürlich nicht. Der einzige Effekt, den du hast, dass du so die Füße so zusammen tust, dass es quasi so ein bisschen die Muskeln dehnt, aber Sixpack, oh ja, komm, ist ja nicht besser. Bauwaschen kannst du wie einen anderen, okay? Aber auch viele Leute in der Fitnessszene haben so ihre eigenen Lifehacks, würde ich fast schon sagen, ihre eigenen Challenges entwickelt. Wie zum Beispiel 2021 hat es eine Challenge gegeben, die viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar die Dry Scoop Challenge. Das ist auch das Gefährlichste, was wir heute über... Ey, weil jetzt teilweise Leute in den Kommentaren noch geschrieben haben, wie viel Kalorien am Tag sollte man denn... Das hängt von so vielen Faktoren ab, dass man das nicht pauschal sagen kann. Das ist so individuell, wie viel man am Tag braucht und gerade Ernährung sehr individuell. Versucht dann nicht irgendwie im Internet eine pauschale Antwort darauf zu finden, wie viel am Tag ihr essen solltet oder so. Niemals diese Herangehensweise nutzen. Überhaupt besprechen werden. Also die Prämisse ist die, okay, du gehst zum Workout, aber bevor du dir den Workout-Booster oder sowas im Wasser auflöst oder so, haust du dir den Booster
straight in den Mund. Cheers. It's a scary new trend. Cheers, boys. Watch as... Ach, das ist so ein Pre-Workout-Booster oder was? This gym rat downs an entire scoop of a powdery substance. Next comes the workout. Come on! The alarming trend. Der Bruder hat's nicht mal geschafft. Ja, ich hätte auch jetzt gern gesehen, ob er's geschafft hat. Er setzt so an, bremst relativ schnell aus. The alarming. Aber vielleicht hätte er's noch geschafft, weiß ich nicht. Trend. Der Bruder hat's nicht mal geschafft. Erinnert so ein bisschen an die Cinnamon Challenge von damals, nur in diesem Fall ist das ein bisschen anders. Der größte Gefahrenschub davon ist nicht, dass du erstickst, sondern die hohe Dosis an Koffein auf einmal. Wenn du das nämlich ohne Wasser direkt schluckst, geht das viel, viel schneller ins Blut und das... Ach, so ist es. Also, dass da viel Koffein drin ist, das ist ja irgendwie klar. Das sind ja so Booster-Geschichten, ist ja so ein bisschen Energy-mäßig. Ne? Es gibt ja auch so Energy-Pulver. Das geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Aber mir war nicht bewusst, dass wenn man das Pulver so... Aber nehmen die nicht immer das Pulver und tun dann noch Flüssigkeit in den Mund? Also mischen das einfach im Mund? Ist das nicht so der Trend? Weil du kannst ja kein Pulver runterschlucken, das funktioniert doch gar nicht. Das kann... Ich kenne das so, dass der eine so Pulver reintut und weiß ich nicht, wer anders noch dann Wasser da reinspuckt oder so. Irgendwie so geschossen. Auf einmal und mit sehr hoch dosierten Mengen auch sehr, sehr kritisch werden. Wie zum Beispiel bei Brittany Portillo, die mit 20 Jahren einen Herzinfarkt bekommen hat. Sie hat es by the way überlebt, aber leibern ist trotzdem nicht. In den USA scheint das generell ein Problem zu sein mit irgendwelchen Herstellern, die einfach Substanzen in ihren Mitteln verwenden, die eigentlich nicht für den Konsum vorgesehen bzw. zugelassen sind, aber sie reden sich einfach damit raus, dass sie auf die Verpackung schreiben, nicht für den Konsum geeignet. In addition to... Warte, warte, was? Warte, 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 warte. In den USA tun Leute in so Sportbooster, Energy-Pulver, Sachen rein, die man eigentlich gar nicht in Lebensmittel reintun darf und sagen dann, ja, wir haben ja irgendwo draufgeschrieben, man soll das gar nicht nehmen oder was? High level. Was soll man denn dann damit machen? Of caffeine, one workout supplement contains potentially dangerous chemical stimulants. This employee at a Nutrition Zone store. Ja, bitte nur als Badezusatz benutzen. Genau. In New Jersey was selling dark energy, even though it was recently banned by the FDA. Dark energy. Because it contained an illegal stimulant, often compared to methamphetamine. Also da ist was drin, was oft verglichen wird mit Meth. What the f***? Hä? Over the summer, we went undercover to see if it was still on the shelves. The employee cautioned us about dark energy, pointing out the warning label. Also sie sind dann undercover da reingegangen und haben geguckt, so verkaufen die das noch, weil es dürfen die ja nicht verkaufen, weil es ist ja nicht für den Konsum da. Aber doch, es wurde noch verkauft im Laden, obwohl es eigentlich verboten ist. Research product, not for human consumption. Da steht einfach drauf, Forschungsprodukt nicht für den Konsum geeignet. Und das kann man so kaufen halt, ne? Klar. Yeah, so they did that on purpose to get away with legality issues. He was still happy to sell it, and he even pushed another product containing the same dangerous stimulant. Wow. Also er hat dann sogar noch ein anderes Ding empfohlen, ein anderes Pulver, wo auch dieses verbotene Ding drin ist, dieses verbotene Zeug. Its name, Crack. Was? Okay, das eine hieß Dark Energy und das zweite hieß Crack. Die verkaufen Pulver namens Crack, wo Sachen drin sind, die verboten sind. Digga. USA, ne? Okay. Einfach nochmal ein anderes Level, was so nicht vorhandene, wie heißt das? Konsumentenschutz? Wie heißt das? Wie heißt das? So Schutz von... Ach, scheiße. Sollte man jetzt also irgendwelchen Challenges im Internet folgen, ohne sich über die Konsequenzen davor informiert zu haben? Verbraucherschutz, dankeschön, Chat. Ja. Nein. Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen, deswegen bitte macht's keinen Blödsinn. Freunde, lasst mir auch gerne ein Like da. Lasst mir auch gerne ein Abo da, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Dankeschön an Kaiser für dieses Video über gefährliche Gesundheitstrends. Waren weird Sachen dabei, die ich teilweise kannte, teilweise noch nicht kannte. Von Girl Dinner bis zu fucking Crack. Alles dabei. Haben wir wieder was gelernt.